Wenn ein Buch mit dem Titel Neandertal erscheint, ist das ja natürlich total logisch, dass das Probe gelesen werden muss, bevor wir das hier stapelweise hinlegen. Jetzt liegt es hier stapelweise und das hat einen Grund. Es ist sehr, sehr gut. Zuallererst einmal ist es ein Roman, es ist ein Schmöker. Die Autorin allerdings, Claire Cameron, ist eigentlich Fachbuchjournalistin für Ur- und Frühgeschichte. Mit anderen Worten, alles, was in diesem Buch drinsteht, ist wissenschaftlich auf dem neuesten Stand. Gleichzeitig ist es aber eine Geschichte über eine Gruppe von Neandertalern in der Zeit, wo die Neandertaler aussterben und der Übergang zu Homo sapiens passiert. Und wenn wir das nicht lesen, hier in Erkrath, mitten im Neandertal, wer soll es denn dann lesen? Warum ich das empfehlen kann, zumindest eine Person, nämlich eine Neandertalerin namens Mädchen, ist mir so ans Herz gewachsen, die ist so menschlich geschildert, so lebendig, dass die mich seitdem begleitet in meinem Leben. Und ich finde, das ist ja das Beste, was man sagen kann über ein Buch, wenn die Personen so lebendig erscheinen, obwohl sie schon 100.000 Jahre nicht mehr leben. Absolut eine Empfehlung für alle hier im Neandertal.